Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Heute in der Folge wollen wir an unseren Maschinen weiterbauen, denn wir wollen auf jeden Fall die Bending haben. Wir wollen eventuell auch den ersten Strom machen. Das heißt für mich aber trotzdem, ich muss gucken, die Zentrifuge wäre eine normale Maschinenhall. Und vier Circuits. Nein, das heißt, ich brauche die Bending. Und den Assembler soll, ja, genau. Assembler soll, seit neuestem schreibt man den so. Der ist, glaube ich, Assembling Machine. Genau. Da brauche ich aber auch alles. Ist noch sehr teuer. Also, wir fangen mit der Bending Machine an. Für die Bending Machine brauchen wir Pistons, Motoren, Circuits, Maschinenhülle. So, dann brauchen wir erstmal 2, 4, 6, 8. Habe ich noch Stahl? Habe ich. Das wäre Nummer 9. So, dann brauche ich Pisten. Für einen Pisten brauche ich 2 Rods in Stahl. 4 Rods in Stahl. Ich brauche 4 Platten in Stahl. Also das heißt, wir haben 2, 4. Habe ich jetzt vorhin gesagt, ich brauche 6, 8. Das ist schon mal der. Dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt 4 Platten. Dann brauche ich das Doppelte, 12 Platten. Motoren brauchen keine Platten aus Stahl. Brauche ich dann nur Rods. Okay, also schauen wir mal, ob das so reicht. Wir gucken, wir schauen, wir testen. Momentan bin ich dabei, Weiz, also des Raps oder Barley durchzujagen. Ich brauche irgendwas, damit die Öfen hier mal leer werden. Dasselbe habe ich auch hier das Problem. Ja. Aber an dem Problem arbeite ich. Und zwar, das ist das Semi-Fluid. In LV. Was kostest du mich? Du kostet mich auch Pistons, Motoren und Tumbagar hier. Gesundheit. Dafür werde ich den Mixer brauchen. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir haben unsere 16 Platten. Ich heißt mal, ich brauche jetzt noch die eine Stahlplatte, die wo ich jetzt hier drin gelassen habe. Okay, dann ja, aber Rough Iron habe ich natürlich vergessen. Ich brauche aus dem auf jeden Fall Zinnkabel, 2 Stück. Ich brauche für den Pisten, glaube ich, brauche ich auch. Nein, ich brauche für die anderen welche. Ah, lassen wir mal schnell bei 4. Und wir machen wieder den Coinsweg. Das heißt, wir sind nur dabei, ein bisschen Münzen zu verschwenden, dass die auch mal weg sind. Auf jeden Fall Bäumchen haben, schaut jetzt schon ein wenig anders aus da drüben. Ich habe auf jeden Fall festgestellt,
bin ja vom Schneiden auch noch hinten dran. Also, ja, das sind einige Folgen etwas zu lang geworden. Also, das habt ihr bestimmt dann gemerkt, hoffe ich. Dass die dann mal gecuttet wurden, weil ich glaube, mit einer Stunde 40, das müssen wir jetzt nicht. Mache ich so keinen Stream. So, also, das heißt jetzt, wir brauchen in dem hier das da und die 9. Und davon 2. So, erledigt. Dann brauchen wir Circuits. Das heißt, ich brauche als erstes das hier. Das heißt, ich brauche Kohledust. Mit 16 Stück. Müsste es auch ein bisschen reichen. Ich brauche Kabel. Da freut man sich doch, dass man nichts umsonst gemacht hat. Diesmal gleich 4. Von denen Babys habe ich noch 3. Falls ich mir gedacht habe, ich habe mir zu viel Kabel gemacht, nein. Solange die noch so sind, ist es sauteuer. Okay, davon habe ich jetzt auch welche. Das heißt, ich brauche jetzt Stahlrods. Dann machen wir gleich mal weitaus mehr. So, und zwar, ich brauche jetzt jeweils 2 für einen. Das ist kein Problem. Hier haben wir. Dann brauche ich für die kleinen Gears brauche ich 2. Für die Pistons brauche ich 2. Ich bin mal gespannt, was ich vergessen habe. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes. Ein paar Bolts. So, dann kommst du dahin. Ich hab wieder nicht dran gedacht, dass ich 4 brauche, ne? Ja. Okay. Also, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Und ich habe die Stahlplatte vergessen. Ich hab gewusst, irgendwas habe ich vergessen. Problem ist gerade, mir schwirrt gerade zu viel im Kopf rum, auch schon mit den nächsten Rezepten. Dass ich gerade irgendwie gerade den Fokus auf jetzt verliere und schon zu viel in der Zukunft rumeier. Das bringt uns ja nichts. Okay, dann halt. Ich räume mal weg. Du bleibst da. Gehst wieder da rein. Wie gesagt, einzigster Vor- und Nachteil ist, Maschinen laufen die ganze Zeit. Die Solarboiler sind da klasse. Das heißt, man kommt zurück und das Zeug ist fertig. Egal in welchem Status das man gegangen ist. Ich habe doch davon 4 gemacht. Und davon bin ich jetzt so mit Schucke? Ach nee, ich habe schon 2 Circuits. Okay, ich habe nichts gesagt. Genau. So, dann heißt es jetzt, wir müssen hier rein, nicht hier rein, hier rein.
Beziehungsweise nein. Wo mache ich das? Das mache ich jetzt da mit drin. Oder auch nicht. So, dann brauche ich jetzt nämlich für den Pisten einfach mal das da. Würde ich aber auch noch zeitlang brauchen. Okay, also dann war das. Du warst hier. Du warst hier. Ja, mir reichen meine Stahlsachen nicht. Ich brauche nochmal zwei. Ich habe zwei vergessen. Habe gesagt, irgendwas vergesse ich. Es wird ja bald günstiger, nochmal um einen halben. Und vor allem, da kann ich ja auch da ein wenig vorarbeiten. Dass wir dann da auch ein bisschen was rumfliegen haben in Zukunft. So, dann war das das. So, dann brauche ich jetzt erstmal Eisen. Und zwar 1, 2, 3, 4. Und 2. Wir machen momentan Eisen, weil wir momentan mal lieber wegen auf die Ressourcen gucken. Stahl. Ja, das ist auch nicht schlecht, wenn ich da noch mal ein Rod übrig habe. Ich habe keinen. Ah, doch, da. Okay, dann brauche ich jetzt aus der Abteilung hier. Redstone. Gut, dann brauchen wir noch mal 4. Und dann haben wir ein komplettes Set. Gut, dann kommst du rein, du rein. Das heißt dann, wir brauchen Motoren. Fünf Stück haben wir. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Du kommst. Nee. Du kommst dahin, weil ich bin der Meinung, du kommst dahin, du kommst dahin. Und ich habe die Stahlstangen leider schon andersweit verwendet oder irgendwo anders reingeworfen. Andersweit verwendet, gut. Dann brauche ich noch mal drei. Immer lieber mit mehr Material arbeiten. Bin stolz auf mich. Ich brauche noch einen. Davon zwei. So, jetzt brauche ich für die Bending. Ich da noch mal kurz gucken. Pisten, Motor, Kabel, Circuit, Wrench, Bending Machine. Willkommen bei uns zu Hause.
So, das heißt jetzt, wir haben jetzt aber jetzt einen riesen Vorteil, den Mixer. Können wir jetzt mal kurz abbauen. Dafür kommt die Bending Machine dahin, bis wir einigermaßen vernünftige Möglichkeiten haben. Okay, so, dann heißt es jetzt, wir haben jetzt erledigt die Pisten. Kriegen gleich da zwei dafür. Das ist mal sehr schön. Kann man immer brauchen. Und für die Bending kriegen wir noch ein Lootback. Was haben wir hier? Da haben wir die Lace. Die ist auch schön. Schauen wir mal hin. Oh, ja, wir haben sie hinzugefügt. Ich kann ich entfernen. Der ist sehr anstrengend. Die Gasturbine ist sehr in Ordnung. Die Zentrifuge. So, das heißt, wir brauchen jetzt vier Circuits. Erster Circuit. Zweiter Circuit, dritter Circuit, vierter Circuit. Ich darf die Maschine draußen wieder umdrehen, weil ich brauche Kabel. Ja, das merke ich jetzt gerade, ne? Ich habe einen Stack oder ich habe ein bisschen eineinhalb Stack habe ich gehabt. Dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich lieber das feine Kupferkabel draus. Ich brauche bestimmt nicht so viel. Ja. Genau. So, mein Problem ist jetzt erst einmal, ich brauche jetzt von denen da brauche ich auch immer zwei. Gut. Dann heißt es jetzt für mich, die vier machen und cutten. Und die 20 einfach machen. So. Eins, zwei. Drei, vier. Dann brauchen wir das Circuit Board. Dann brauche ich erstmal sechs Limes. Ich merke gerade, ich arbeite viel zu wenig mit meiner Schaufel. Aber ich habe ja immer gesagt, das Rezept kann man ja umdrehen. Mit Sticky Resin. Macht natürlich irgendwann mehr Sinn. Okay, dann heißt es jetzt. Davon haben wir jetzt auch vier und jetzt ist das ganze Kabel verbraucht. Eins, zwei, drei. Red Alloy Wire. Hier habe ich doch, hier habe ich auch noch eins drin. Komm, die schmeiße ich da rein. So, vier Stück. Jetzt brauche ich von dir neun und von dir zwei. Brauchen wir auch, weil ich muss das Ding jetzt drehen. Gehst dahin.
1. Wir haben Gott sei Dank schon wieder ein Stack. Das wird halt momentan mein kleiner Aufenthaltsbereich hier. Aber wenn ich über drüber nachgrübel, was ich immer mache, dann kann man hier stehen und Material machen. Glaubt mir, ich grübel zu lang, dass ich mir Gedanken machen müsste, ob ich nicht kürzer grübeln, länger grübeln sollte. Nein, eher kürzer. So, dann müssen wir hier rein. Davon 2. Ist da. 1, 2. So. Dann haben wir die Zentrifuge. Dann brauchen wir noch 2 Motoren. Einen habe ich. Ich brauche dann nochmal hier Redstone. Und 3 Eisen. Müsste eigentlich alles haben. Gut. Also die Circuits waren hier. Das war hier. Machen wir es erstmal so. Und wir haben eine Zentrifuge. Hurra, hurra. Dann hätte ich gesagt, klemmen wir gleich nochmal. Und jetzt muss ich mal schnell nochmal gucken. Und zwar, was brauche ich für eine Gasturbine? Da brauche ich 4 Rotor. Blätter. Ich brauche 2 Motoren. Ich brauche 2 Circuits. Was muss ich noch alles machen, um Circuits hinzukriegen? Das ist erledigt. Das brauche ich nicht. Das habe ich gerade gesagt, das brauche ich nicht. Brauche ich wohl. Okay, also Sticky Resin. Anbau muss jetzt forciert werden. Machen wir so. Verdammte Axt. Aus 2 wird 3. Ein Cutter habe ich noch nicht. Okay, also dann brauche ich jetzt hiervon nochmal 9. Hiervon nochmal 2. Dann habe ich den außenrum. Ich brauche Rotoren. 1, 2, 3. Mal auch. Die Motoren brauche ich. Nix. Aber ich brauche nochmal 2 davon, dass ich das machen kann. Da kann ich nämlich erstmal die Maschine hier reinstellen und eventuell. So. Dann heißt es für mich, als erstes machen wir mal das. Ja, bitte nicht da, sondern da ist Rough Iron. So, dann kommst du nochmal mit.
Dann haben wir dich. So, dann kommst jetzt du ins Spiel. Ja, ich habe noch genügend Kohle drin. So, ist der letzte und dann muss erstmal der Dampf nachfrischen. Sonst geht uns die Kiste aus. Alles klar. So, das heißt, wir brauchen, was habe ich gesagt, zwei Motoren, ne? Zwei Motoren. Ich brauche drei Ringe. Und braucht drei Schrauben. Gut. Erledigt. Rotor ist fast fertig. Ich habe meine Dinger, ich habe das da, brauche nur noch Strom von draußen. Dann brauche ich jetzt für dies halt wieder dunkel. Schlafen. Und wir Ach so, die habe ich schon dabei. Ja, okay, du brauchst jetzt länger. Also, ich brauche jetzt vier. Nee, ich brauche jetzt erstmal 8 Redstone. Dann brauche ich. Sechs davon. Davon 2. Du rein und du rein. Du rein. Haben wir die zwei Motoren. Okay, Motoren haben wir. Das heißt, jetzt fehlt mir noch das Casing. Rotoren und ein davon. So, die zwei Circuits darf ich nicht vergessen. Das haben wir. Brauche noch mal zwei. Also die Lace wird immer attraktiver gerade. Aber eine vernünftige Stromerzeugung wäre halt auch was Schönes. Okay. Also. Dann heißt das jetzt für mich, ich brauche jetzt. Ich habe zwei gemacht. Nee, doch, ich habe zwei gemacht. Ich lerne es noch. Ich lerne es bestimmt noch. Wenn ich spätestens nicht, wenn ich es nicht mehr brauche. Weil ich glaube, dass ich schneller lerne. So. Danke schön. Danke schön. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Bending-Maschine da draußen, die uns fröhlich entlockt die restlichen Platten. Jetzt bin ich einmal gespannt.
Ich schließe jetzt mal eine Wette ab. Ich habe doch mehr Eisen gemacht. Mehr Zinn macht momentan. Ich weiß, ich muss Zinn noch klopfen und Lapis noch klopfen, dass ich da auch noch weiterkomme. Aber momentan habe ich ja wegen was. Das heißt, ich brauche jetzt zwei, ich habe jetzt vier. Komm, die vergolden wir doch gerne. Wir gucken, wie viel das er hat. Ja, genau. 10.000, 11.000. Nicht ausgehen, nicht ausgehen, nicht ausgehen, nicht ausgehen, nicht ausgehen. Danke. Oh, 6, 8. Zehn. Und 12. Gut, dann bleiben wir jetzt gleich mal hier. Dann gehen wir hier hin, dann gehen wir hier hin. Was ist jetzt schon wieder kaputt gegangen? Achso, habe ich noch. Die ist auch bald schon wieder platt. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich fast alles. Jetzt habe ich alles. Ja, mein Problem wird jetzt nur sein, dass ich jetzt keinen Treibstoff habe, außer natürlich genau das. Claim. Ich bin glücklich, dass man Quests hat. So, dann. Ja, der ist witzig. Das ist immer noch der Rucksack. Und ich will momentan keine Mushroom Stew. Okay, dann stelle ich dich jetzt erst einmal einfach so hin. Und die Zentrifuge stelle ich daneben. Dann gehe ich auf die 2. Dann nehme ich jetzt hier mein Methan Zellen und schmeiße die mal rein. Und fange die schon mal an, was zu bauen. So. Und jetzt gehe ich zu meinem Wunderholz. Und schmeiß es einfach mal hier rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt aufgeht. Habe ich nämlich nie getestet. Ich kriege ja nur 60 Liter. Ja, aber ich kriege halt auch Sticky Resin raus. Ich kriege Carbon raus. Wenn man natürlich genügend Energie hat, ist es egal. Wenn man natürlich nicht genügend Energie hat und man sozusagen mehr aufwenden muss, als man reinsteckt, wäre es natürlich dumm. Also LPG ist schon ein geiler Stoff. In der Gasturbine ist 320.000 EU. Also wäre, ich habe schon, also für mich wäre es cool, wenn ich so 200, 300 plus mache pro 1000.
Energie, also Flüssigkeit. Wir sind jetzt bei der Hälfte und wir haben ja am Anfang noch irgendwas gebraucht. Das darf man ja nicht vergessen. Haben aber hier schon über die Hälfte. So, sind wir jetzt schon bei 600 Liter. Und wie gesagt, die Zellen, das ist jetzt unser A und O. Das werden unsere besten Freunde. So, und den Mixer stelle ich jetzt einfach mal da daneben. Aber wie gesagt, momentan müssen die einfach mal Methan produzieren. Wie verrückt. Wie gesagt, ich krieg Sticky Resin raus, ich krieg Wood Pulp raus, ich krieg Carbon raus. Plant Balls ist irgendwann fürs Plastik wichtig. Ich weiß, mit dem HV-Maserator wäre es noch besser. So, wir sind jetzt bei 900. Gleich. Das heißt, wir können uns die Zellen in die Hand nehmen. Weiß passen. 1000 rein. Zack, raus. Und hier rein. Wir sind jetzt bei 4200. Ja, also ich habe 200, 250 plus. Ist doch angenehm. Das heißt, jetzt haben wir zwei Energiemöglichkeiten, also zwei Sachen, die Strom spenden. Und von dem bin ich angetan. So, ich bin jetzt nur gerade beim Überlegen. Was haben wir hier? Jetzt haben wir hier dann Mushroom Stew. Haben wir gleich mal was zum Essen gehabt. Hat nicht viel gebracht, aber ich habe eine Bowl bekommen. So, und wir gucken mal, ob ich jetzt noch irgendwas abgeben muss. Was haben wir denn zu Beginn? Ah, weil ich nochmal Beeren gefunden habe. Die claimen wir auch. Und momentan kommt es mir so vor, als würde ich viel zu schnell durchrushen. Brown Dye. Braun brauche ich halt Kakao. Kakao ist kein Problem. Wenn ich ihn einmal hab. Gelb ist kein Problem. Weiß ist ein Problem. Weil ich keine Knochen momentan kriege. In dem Weiß. So, die Farbkiste ist hier. Tun wir dich da rein. Und dich schmeißen wir erstmal hier rein. Und dich schmeißen wir erstmal hier rein. Und das da kommt dahin. Das da kommt da rein. Das ist doch schon mal schön. Pinsel habe ich auch bekommen. So, und wir schauen uns die Lootbags an. Wir haben bekommen 16 Blackberry Juice und ein Glowflower Seed. Der ist wichtig. Dann, boah, was wollen die immer mit ihren Tränken? Außer dass sie bei mir die Kiste voll Müllt. Ja, wobei ich sollte vielleicht auch mal irgendwann mal anfangen. So. Kommt auch noch mal ein Bogen rein. Sollte auch mal irgendwann anfangen. Dieselzelle. Drei Stück. Von Diesel sind wir jetzt dann doch noch ein Stück weg. So. Habe ich irgendwo noch was frei? Dann muss ich momentan das da alles reinschmeißen. Die vier Zellen nehme ich auf jeden Fall mit.
Der Blackberry kommt hier rein. Jetzt muss ich... Nein, ich kann auch nicht gucken, weil ich noch nicht das andere Zeug da unten soweit fertig habe. So, wir sind ein Freund von den nächsten 1000. Ja, und wie gesagt, das Wichtigste ist momentan Sticky Resin. Das heißt, wir können jetzt auch die Boards auf die Sticky Resin umbauen. Ja, also, das da. Weil jetzt kriegen wir das Zeug im Dutzend billiger. Danke. So, und die zwei Pistons, die habe ich momentan nicht. Die kommen jetzt auch noch in die... Ich weiß noch nicht wohin. Und die Pizza ist gut fürs Minern. So, der Paintbrush kommt hier mit rein. Dann haben wir doch irgendwo Seeds gehabt. Wo waren die? Hier. Also die werden auch... Also das wird mein Glowstone irgendwann sein. So, haben wir da hinten noch mal was? Jawohl, wir haben noch ein bisschen Stahl bekommen. Heißt jetzt aber für uns, ja, entweder brauche ich... Also die habe ich jetzt, die Basic Gas Turbine habe ich jetzt einmal drin. Also die habe ich da. Und die muss, nee, die kann ich hier drin lassen. Beziehungsweise nein, die stelle ich jetzt hier auch noch mit rein. Gut, dann kann ich dich rausschmeißen. Und dich kann ich auch rausschmeißen. Die Assembling Machine wird das nächste mit sein. Ja, aber wenn ich halt keinen vernünftigen Strom habe, bringt es mir nichts. Genau, jetzt wollten wir doch mal schnell gucken. Ja, und vor allem, wie gesagt, ich muss jetzt halt darum, muss ich den Bereich da hinten auf jeden Fall auch immer wieder vergrößern. Weil mein Problem ist halt, es darf halt nicht ausgehen, ne? Also wenn halt der Rubberwood weg ist, kriege ich kein Methan mehr. Ich glaube, ich kriege auch Methan über die anderen Sachen, aber dann fällt mir halt das da weg. Wo kriege ich eigentlich, steht es eigentlich dort? Das ist einmal den da, den wo ich gerade habe. So. 3600 Liter. Okay. Fische. Fische haben Methan, mehr Methan drin. Fleisch auch. Der goldene Apfel. Der ist mir dann doch ein bisschen teuer. Eine goldene Karotte. Eine goldene Melone. Die goldene Karotte. Was brauche ich denn? Ich brauche 8 Stück im Chemical Reactor. Das heißt, es wird mich 2 Stück kosten. Ich mach mal das rein und dich mit. Ein bisschen Gold, was das Ding kostet. Oh, wir warten noch einen ab. Oh, aber wir haben mit 4000 gestartet und sind jetzt bei 5. Also... Wir haben schon mal die ersten 1000 dazu gewonnen.
Und das da. Sehr schön. Also, das heißt, wir haben wieder was geschafft. Wir haben einen neuen Stromgeber. Wir haben eine Zentrifuge. Die kann ja noch nebenbei auch was anderes als nur Methan herstellen. Sollte aber halt ein bisschen was haben, dass ich dann auch mal sagen kann, okay, die kann jetzt mal andersweitig laufen. Ich muss mir dann irgendwann mal so immer vier Stück dann mal, wenn das Ding voll sein sollte, mal vier Stück auf die Seite knapsen, die dann hinlegen und wenn ich dann sage, okay, jetzt kann es hier mal andersweitig laufen, weil damit kann man ja auch Kleber machen. Und der wird dann interessant im Assembler für Circuits. Genau. So, für mich heißt es jetzt, wir gehen nochmal Bäume fällen. Das machen wir gleich. Yippie! So, eine Runde durch. So, dann heißt es jetzt. Ja, also Sämlinge kriegen wir jetzt schon plus 10 Stück. Sehr zufrieden. Was ich auch mittlerweile immer wieder mal hole, ist Milch von den Kühen. Dann haben wir noch mal 10 Zepplinge übrig. Sind wir jetzt schon bei 40. Ja, und das war jetzt ein Durchgang. Und ich habe 42 neues Holz bekommen. Also, man kann nicht meckern, ne? Und jetzt stellt euch mal davor, da stehen davon 30, 40 Stück von den Bäumen rum. Ja, das heißt, man hat dann immer genügend Möglichkeiten. Und die Zentrifuge, wo ich halt wirklich da habe, die soll halt dann auch irgendwann in Zukunft wirklich nur dafür da sein, Rubberwood zu produzieren. Wie gesagt, die noch nicht, aber da kommt noch irgendwann eine Schwester, Bruder oder was aus der Gugel dazu. Und dann haben wir genügend Treibstoff erstmal. Das finde ich doch lässig von Anfang. So, dann hätte ich gesagt, wir haben noch eine Kleinigkeit, die ich mir noch schon mal sichern will. Ja, ganz, ganz. Und zwar, ich möchte, oh, Fishing Farming, da habe ich noch was offen. Ach, genau, weil ich mir gesagt habe, ich habe mir Milch geholt. Ist natürlich das Beste Butter. Sugar ist Sugarcanes. Salz haben wir Salzvenen. Für Butter braucht man Salz und Cream und einen Topf. Habe ich alles nicht. Also ist Butter die beste Möglichkeit. So, und dann gehen wir jetzt noch mal. Kill all the things. Habe ich hier schon irgendwas noch mal fertig? Nein. Ja, ich merke gerade, ich bin momentan noch zu feige, um ein bisschen zu fighten. Ich muss aber meinen Bogen eigentlich mal ein bisschen leveln. Oder meine Armbrust. Mache ich immer mit den Schweinchen, die wohl hier mal aus Versehen rauslaufen. Das Lustige ist, normalerweise fallen die immer runter. Momentan nicht. Momentan laufen die immer schön übers Glas oder am Rand entlang und kommen dann raus. Ganz toll. Hab leider Logistics, das interessiert mich noch gar nicht. Die Energy habe ich, glaube ich, vorgezogen, weil ich ja halt gewusst habe, dass der da halt ein bisschen besser ist. Aber ich wollte eigentlich zu den Multi-Block Goals. Genau. Und zwar hier gibt's die Multi-Block Tanks von Railcraft. Und zwar, ich brauche 30 Iron Tank Walls, Iron Tank Valves und Iron Tank Guff. Ich speichere mir die mal ab. Ist ja schon wieder Nacht.
Und zwar, dass ich weiß, auf was ich hinarbeiten muss. Denn für die Dinger, nee, ich brauche einen Assembler. Also die baue ich nicht so. Also da zwei Stück, ne? Da brauche ich vier und vier Schrauben. Nee, nee. Also das heißt, der Assembler ist definitiv das nächste, was wir bauen müssen. Wird teuer genug. Das heißt, ich bereite Material vor. Ich gehe minern. Das Minern machen wir eventuell wieder. Ja doch, das wollen wir zusammen machen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wie immer ab in die Kommentare. Und sonst sehen wir wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.